So, heute habe ich eine kleine Überraschung für euch. Das ist jetzt in dem Sinn keine Kinderüberraschung, sondern schon ein bisschen eine Erwachsenenüberraschung. Und zwar machen wir heute eine Folge zum Mistmessen mit dem Spektrumanalyzer. Und jetzt nicht gleich erschrecken, um Gottes Willen. Die einen von euch wissen schon, was ein Spektrumanalyzer ist, und die haben jetzt Angst, dass sie sich langweilen und dann haben keine Ahnung. Jo, und die habe ich jetzt eh schon gerade verloren, weil meistens nämlich bei YouTube-Videos ganz am Anfang die Einschaltquote relativ stark sinkt. Also für alle, die jetzt schon rübergespult haben, irgendwann kriege ich euch wieder. Okay. Was wir jetzt hier haben, ist eine Filament-LED. Die habe ich neulich getestet und da bin ich auch nochmal über die Sache gestolpert und habe mir gedacht, das könnte eigentlich für andere Leute auch interessant sein. Gut. Und hier haben wir einen Spektrumanalyzer und der zeigt jetzt erst einmal so lustiges Zeug für sich hin an, aber das ist noch viel zu weit eingestellt. Also er geht jetzt gerade bis 1,5 GHz, das brauchen wir nicht. Ist auch für jeden klar, dass wenn er den ganzen Frequenzbereich durchsteppt, dass sich das halt relativ unpräzise ausmittelt, sage ich einfach mal. Im Detail, wir kommen gleich nochmal drauf, ne? Also, als erstes stellen wir mal die Stoppfrequenz auf 1 Megahertz. Das heißt, er sweept jetzt hier von etwa 0. Gut, er hat im unteren Frequenzbereich ist er nicht so empfindlich. Deswegen auch diese Kurve hier. Bis 1 Megahertz, also offiziell geht er gar nicht von 0, 0 Hertz ab. Also wir gehen von 0 bis 1 Megahertz. Und was ich jetzt habe, hab jetzt hier eine hochpräzise Sonde gebaut. Wichtig ist übrigens dieser gelbgrüne Draht. Ohne diesen gelbgrünen Draht könnt ihr die Messung vergessen. Und was ich dann gemacht habe, ist da so hin und her gefahren und so. Das ist ein bisschen wie Wünschelrutengänge, ne? Und wie ihr seht, man sieht nichts. Also es verändert sich nichts. Alles gut, oder? Passt. Okay. Dann müssen wir wohl die ganze Sache nochmal überdenken, weil das ist jetzt totaler Bockmist, was wir jetzt da zusammen gemessen haben. Und nicht wegen dieser Sonde, sondern erstens mal, welche Sweep-Bandbreite haben wir denn überhaupt? Denn was hier passiert ist, er nimmt sich quasi einen Filter und sweept immer einen gewissen Frequenzbereich durch. Und schaut, finde ich da was oder finde ich das nichts? Finde ich da was oder finde ich da nichts? Und welchen Pegel habe ich da? Und was wir jetzt hier sehen, wir haben jetzt hier bei ungefähr minus 80 dBm einfach nur Rauschen. Minus 80 dBm, also dBm ist dB in Bezug auf Milliwatt und minus 80 dBm sind dann ungefähr 10 hoch minus 8 Milliwatt. Das ist verdammt wenig, aber es wird euch wegbeamen, wenn ich euch sage, das ist noch relativ unpräzise. Das Dingens hier kann relativ viel mehr. Ein kleiner Disclaimer: Egal was ihr macht, wenn ihr mal mit dem Spektrumanalyzer spielt, schaut bitte, was kann der hier? Also hier steht jetzt, seht ihr das mal? Hier unten: maximaler Eingangspegel 50 Volt DC oder 20 dBm. Schaut, dass ihr auf keinen Fall darüber kommt, weil sonst habt ihr relativ teuren Elektronikschrott. So. Und ich sage das extra jetzt hier, weil wir schalten jetzt ein bisschen was ab. Und zwar, wir schalten jetzt den Input-Abschwächer, der auf 10 dBm normalerweise steht, auf 0 dBm. Man sieht, dass jetzt hier das Rauschen ein bisschen weniger wird, weil er jetzt seine Eingangsabschwächer einfach abgeschaltet hat. Und jetzt können wir noch einen draufsetzen, und zwar seinen relativ guten Vorverstärker einschalten. Gewinnt uns nochmal 10 dB ungefähr. Und jetzt sehen wir auch schon, wie sich die Skalierung verändert. Wir haben jetzt hier ein Rauschen bei minus 110 dB. Jetzt Pi mal Daumen. Minus 110 dB, das ist dann ungefähr 10 hoch minus 11 Milliwatt. Das ist noch viel weniger. Jetzt haben wir mit dem Gezuckel hier noch ein Breckerler-Problem. Und zwar das Gezuckel, das kriegen wir weg. Wenn wir seine Sweep-Bandbreite kleiner einstellen. Er wird dann natürlich länger brauchen, weil man kriegt im Leben halt einfach nichts geschenkt. Gell? So, und jetzt gehen wir mal den ganzen Spaß hier auf 1 Kilohertz. Und jetzt sehen wir auch schon, wie das Ganze langsamer wird. Man sieht ihn richtig durchlaufen und man sieht aber auch, wie die Auflösung feiner wird. Da können wir fast noch ein bisschen runtergehen. Gehen wir mal auf 100 Hertz. Das ist mir zu langsam. Sagen wir 500 Hertz. Weil das der Watt hier heute immer, jetzt hat er 300 gemacht. Warum machst du nicht, was ich sage? Ja, trotzdem 300 Hertz genommen, weil er sich die nächste Größe nimmt, die für ihn gerade passend ist. So, und jetzt sind wir hier, geht hier
das ganze Gerät bis auf minus 130 dBm runter. Das ist beeindruckend. So, und wenn wir uns jetzt das Bild von dem Spektrumanalyzer angucken, dann sehen wir da jede Menge lustige oder unlustige Peaks. Und jetzt könnte man natürlich naiv sein und denken, boah, das ist jetzt das, aber die LED, die strahlt aber schon ganz schön was ab. Mal davon abgesehen, dass das nicht viel ist. Wir sind jetzt hier irgendwo bei minus 90 dBm in der Größenordnung. Und jetzt ist es wichtig, dass man, wenn man irgendeine Art dieser Messungen macht, erstens mal genau weiß, was man eingestellt hat. Und zweitens mal das zu messende Objekt einmal abschaltet. Ziehen wir mal den Stecker raus. Und Sie sehen, es ist völlig unverändert, das Messergebnis. Aber das ist aber komisch, oder? Weil wir haben ja da ganz offensichtlich, ich gehe mal mit dem Marker hier auf die erste Frequenz. Was haben wir? So, wir sind irgendwo bei 46 Kilohertz bei der ersten Frequenz und das klingt schon irgendwie nach einem Schaltnetzteil. Okay, ich helfe euch drauf, könnt ihr nicht wissen. Ich schalte einfach mal meine Beleuchtung ab. Das sind Leuchtstoffröhren über der Arbeitsplatte mit dem elektronischen Vorschaltgerät. Ah, das sieht ja schon gleich viel besser aus. Schaut es mal wieder ein. Und jetzt sehen wir wieder unsere Peaks. Gut, ich lasse es mal aus. Und wir benutzen jetzt mal bloß die Halogenstrahler, weil die machen nicht so viel Sauerei, gell? So, jetzt nehme ich das Ding wieder in die Hand und fahre ein bisschen drüber. Und wir können eigentlich sagen, das ist Rauschen. Da ist nicht viel. Gut, im Gegensatz dazu, damit wir mal ein bisschen was sehen, sonst wird es ja langweilig. Mal eine von diesen großartigen alten Kompaktleuchtstofflampen. So, und da sehen wir jetzt, hier tut sich wirklich was. Auch da wieder könnte man mit dem Marker gucken, welcher Frequenz die Grundschwingung ist. Die ist auch irgendwo so 41 Kilohertz. Auf jeden Fall geht hier, boah, da geht der Punk ab, gell? Ich ziehe jetzt mal zur Kontrolle wieder den Stecker raus. Und da sieht man ganz klar den Effekt. Dieses Ding emittiert Wellen in einem durchaus weiten Bereich. Und zum Vergleich noch eine andere Filament-LED. Aber hier kriegt man reichlich was geboten. Ich ziehe den Stecker. Das ist das, was ich dann immer in meinem Blog posten, die Nullmessung nenne. Also einfach, welches Rauschen, welchen HF-Dreck habe ich momentan an meinem Arbeitsplatz. Und auch da können wir wieder gucken. Schauen wir mal. Jetzt habe ich Mist gemacht. Das ist schlimm, wenn der Praktikant nicht weiß, wie man die Geräte bedient. Gell? Jo. Also hier haben wir ungefähr 50 Kilohertz. Als Grundschwingung, also wird hier jetzt einfach, behaupte ich mal, ein Schaltnetzteil drin sein, das mit 50 Kilohertz arbeitet. Und schauen wir mal, wo der nächste Peak ist. Also ungefähr 100 Kilohertz, ne? Völlig überraschend. Und natürlich hängt es jetzt unglaublich von der Position ab, weil meine Sonde ja, das ist natürlich überhaupt keine Art Sonde. Also, und deswegen jetzt auch der Disclaimer, das, was man hier misst, ist nur eine grob qualitative Messung. Eigentlich ist es nur eine Messung, um zu sehen, ob in dem Ding jetzt hier überhaupt irgendwas schaltet. Denn wenn man an die erste LED denkt, ne, das ist diese hier, und wir gar nichts gemessen haben und man jetzt diese hier misst, und eben da die ganzen Flanken bei den typischen Frequenzen findet, dann kann man auf jeden Fall mal daraus schließen, hier ist ein Schaltregler verbaut mit einer Induktivität und der emittiert eine gewisse Strahlung und ich kann da ungefähr schätzen, dass es wohl 50 Kilohertz sein werden. Auch vom Level her, selbst wenn das jetzt eine irgendwie genormte Sonde wäre, bitte immer beachten, wenn wir hier von Pegel und Strahlung reden, minus 100 dBm sind 10 hoch minus 10 Milliwatt. Das ist ein 10 Milliardstel Milliwatt. Das juckt euch an keinem Arschbacken. Das war jetzt einfach mal gedacht, um mal so eine kurze Einführung zu geben, was man alles messen kann und was für Mist man messen kann, wenn man nicht sachlich aufpasst. Und vielleicht versteht ihr dann auch,
warum ich immer sehr vorsichtig bin, wenn ich im Blogpost schreibe, dass irgendetwas mehr emittiert als irgendetwas anderes, kann man unter nicht genormten Bedingungen eigentlich überhaupt nicht sagen. Und wenn ihr mal bei einer professionellen EMV-Messung dabei gewesen seid, dann habt ihr vielleicht auch gesehen, dass auch wenn der ganze Aufbau fertig ist und man denkt, das ist jetzt hochpräzise, dass dann manchmal so eine Aussage kommt wie, oh mei, wenn man es dreimal aufbaut, hat man drei Ergebnisse oder etwas Ähnliches. Und auch, dass jeder versucht, noch beim Aufbau ein, ich sag mal, Kalibrationsaufbau zu haben. Das heißt, ein Aufbau, wo man weiß ungefähr, welches Ergebnis rauskommt, um zu gucken, ob die ganze Anlage in Ordnung ist. Weil schaut euch mal dieses ganze Steckergewumse und sowas an hier. Das kann auch mal sein, da ist irgendwie der Praktikant oder wer auch immer über Kabel geflogen, hat einen Stecker halber draus gezogen oder was weiß ich. Und dann ist eure Messung im Eimer. Also, dieses ganze HF-Zeug, das hat ein bisschen der Diving gesehen. Wenn ihr mehr wissen wollt, wenn wir mehr solche Sachen machen wollen, dann schreibt es mal was in die Kommentare. Ich lasse das einfach mal so als Spaßvideo stehen und veröffentliche das mal und guck mal, wie die Reaktionen sind. Tja, also dann, immer schön HF sauber bleiben, gell?